So, ein Zauberbuch. Ah, immer schon wieder überladen. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Keine Ahnung. Also, ein Zauberbuch. Denke ich mal. Dradils Zauberbuch. Der Inhalt dieses Buches ist unverständlich. Wahrscheinlich für jeden außer Dradil selbst. Ja, so sind Zauberbücher normalerweise geschützt. Wenn jemand die liest, der nicht weiß wie, der wird verrückt. Außer ich verwechsel das gerade mit einem anderen Rollenspiel. So, du da, du da. Was haben wir hier? Schildamulett. Rüstungsklasse auf 4 gesetzt. Ach so. Ja, aber nur wenn er es benutzt. Und sie hat so schon 4. Ja, und Immun wird mehr haben, aber das kann auch verkauft werden. Du bist ein Umhang plus 1, denke ich mal. Ja, kann auch verkauft werden. Und dann schauen wir doch mal weiter. Hier war die Falle, ne? Sonst ist hier... Genau, das müssen wir noch aufheben. Und das war's dann. Was bist denn du? Schwert von Balduran. Das klingt doch gut. Und... Buttermesser von Balduran. Denkt noch jemand an Final Fantasy? Und Baldurans Logbuch. Ganz viele Balduran-Sachen. Also, was haben wir hier? Ein 2W4 plus 4 gegen Lykantrophen. Das hätten wir mal früher gebrauchen können. Einhändiges Schwert. Ja, es ist ein Bastardschwert, das nicht magisch ist. Also, außer gegen Lykantrophen. Gegen die wir bisher erst jetzt gekämpft haben und wahrscheinlich nie wieder kämpfen werden im ersten Teil. Schön. Verkaufen. Wo sind die Sachen? Ah genau, das Buttermesser. Das ist echt ein Buttermesser. Buttermesser von Balduran. Die Legenden erzählen viel von dem Buttermesser Baldurans. Der Held ließ es nicht zu, dass andere Küchenutensilien seine Nahrungsmittel berührten. Es wird angenommen, dass ihm seine Mutter dieses verzierte Buttermesser zu seinem 18. Geburtstag schenkte. Irgendwie habe ich an einen riesigen Zweihänder gedacht und nicht an ein echtes Buttermesser. Na gut. Immer noch überladen. So. Jo, schön, schön. Dann mal raus hier und zum Magier schlafen. Und ihm sein Zauberbuch wiedergeben, natürlich. So, drängelt euch mal raus da. Und, achso, noch einmal runter. Drängel, drängel, drängel. Schubs, schubs, klapper, klapper. Genau. Und da war's. So, also wir haben jetzt ein Baby, wir haben eine Puppe, wir haben ein Zauberbuch und ein Buttermesser und ganz viele Bären. Was wir damit wohl noch alles anstellen müssen. So, erstmal schlafen. Denn wir sind total zerfetzt. So. Heil mal Minsk. Und heil mal dich. Und heil mal dich. Und nochmal Minsk. Und immerhin. So. Und nochmal schlafen. So, jetzt sind wir ausgeruht und können mit dir sprechen. Es ist vollbracht. Endlich frei. Oh, warte mal. Ich habe mich abgespeichert. Irgendwie habe ich jetzt den Verdacht, dass wir ihm das Zauberbuch geben und er uns gleich von der Insel teleportiert und wir nichts mehr hier machen können. Oh. Oder er haut einfach ab und lässt uns hier sitzen. Ja, schön, dann können wir wenigstens die Quest hier zu Ende machen. Bis zum Ende unseres Lebens. Aber er war doch ein guter, oder? Ich glaube, wir hatten Böses entdecken gesprochen und er war nicht böse. Hm, vielleicht ist er nur kurz weg Verstärkung holen? Denke ich irgendwie nicht.
Ach ja, das Leben eines Abenteurers. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Jetzt können wir ruhen. Gerugon ist gehindert. Ja, schweres Baby. Minz kann alles tragen. So. Na gut, dann gehen wir mal raus und in das Dorf von Kaisha. Die wird ja überglücklich sein, dass wir ihre Konkurrenz umgebracht haben. Und gucken wir mal, ob sie uns jetzt wirklich hilft oder ob sie... Yondal, ich habe euch ein Festmahl gebracht. Oh. Ach, das war dir, der wir nicht helfen wollten eigentlich. Und sie hat mit jemandem gesprochen, der nicht da ist. Ah, na gut. Und du hast einen Dolch. Oh, da ist der, mit dem sie gesprochen hat. Für die Gerechtigkeit. Dies ist mein Wort. So, langsam wird es aber keine Wirbelwinde auf der Insel geben, also außer in dem anderen Dorf. Sie ist schon kommen. Wir bringen einfach alle um und leben dann ganz alleine auf einer Insel. Mit einem Baby, einer Puppe und ganz vielen Brombeeren in der Hand. So, ein stinknormaler Dolch. Oh, da fällt mir auf, es ist Nacht. Also kann gut sein, dass wir gleich wieder in eine Sechser-Truppe Werwölfe reinlaufen. Wie weit ist es bis zum Kartenrand? Speichern. Schauen wir doch mal. Nur so aus Neugier. Als wir das Durlak-Turm raus sind, brauchte Immu noch 24.000 Erfahrungspunkte. Sie braucht nur noch 5.000. Schön, schön. Also ja, ein Level ist auf jeden Fall noch drin für alle. Wenn nicht mehr. So, was haben wir hier? Oh, Befestigungsanlagen. Mit Kanonen auf Werwölfe schießen. Ob das so viel Sinn macht. Oder soll das eine Anspielung auf die Warcraft 3 Kanonentürme sein? Denke ich mal nicht. Damals gab es, glaube ich, auch eine Warcraft 2. Aber da gab es auch schon Kanonentürme. So. Und so viel zu meiner Theorie, dass nachts da Werwölfe spawnen statt Schreckenswölfe. Schade, schade. Also, schade, dass die Programmierer sich da nicht so viel Mühe gemacht haben, aber die hatten ja wohl genug zu tun. So, stirb, 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 wir wollen schnell weiter. Und da ist auch schon der Kartenrand. Ah, der Kartenrand, wo wir andauernd abstürzen. Drück die Daumen. Hey, geschafft. Jetzt freue ich mich schon, dass ich die Karte überqueren kann. So weit ist es gekommen. So, dann rast man durch die Mauerlücke da. Obwohl ich irgendwie nicht glauben kann, dass das wirklich das Haupttor ist zu der... Oh, wir hätten wahrscheinlich einfach da durchgehen können. Nee, das ist eine Mauer. Ah ja, komisch. Na gut, in welchem Haus war die Chefin da, ne? So. Wie hieß eigentlich das Mädchen? Hieß das vielleicht Fargals oder so? Weil die Puppe war ja Fargals Puppe. Oder Farthings Puppe. Oh, die ist echt so Debris. Na gut. Alle sind da. Alle rein. So. Schon mal für den Kampf positionieren, nur für den Fall. Habt ihr Meinung geändert? Werdet ihr uns helfen aus unserem Dilemma? Ich werde euch helfen, so gut ich kann. Das sage ich jetzt nur, weil wir ihre Tat ja eigentlich schon getan haben. Wir haben die anderen angegriffen. Wunderbar, ihr werdet uns helfen und wir werden euch helfen. Zusammen, wir werden diese Insel verlassen und unsere Kinder in die Welt hinausführen. Nein, nicht, wenn wir es verhindern können. Ihr werdet sehen, dass euch die Tore offen stehen. Bitte schließt sie fest hinter euch. Und wir werden Wache halten, während ihr sucht. Sie auch haben einen Anführer, die Bestien. Wenn sie heulen seinen Namen, es sich anhört wie Karuk. Aber richtig verstehen, man kann das nicht. Ja, ja, als wenn du das nicht wüsstest. Gut. Und wir sind wieder da. Wart ihr erfolgreich? Sind die Bestien vor euch gefallen? Das sind sie und unser Weg ist frei. Wir können entkommen, sobald ihr uns zeigt, wo euer neues Schiff ist. Dann seid ihr wahrhaftig würdig.
keine Gedanken mehr an Kampf oder Flucht. Von jetzt an werdet ihr zu uns gehören. Hört die Geschichte und schließt euch unserer demütigen Gemeinschaft an. Sie wollten nicht so werden wie wir. Sie bekämpften die Mütter unserer Großmütter. Wahrscheinlich sprechen die immer nur von den Frauen, weil die die Krankheit übertragen. Das könnte sein. Ohne sich zu machen Gedanken und ließen nicht mit sich reden. Balduran führte sie an und aufgrund seiner Führung, es gab auf beiden Seiten zahlreiche Tote. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Nur, dass er viele hat umgebracht. Die Vorfahren überließen ihn daher seinem Schicksal auf dem sinkenden Schiff. Er wollte nicht dazugehören und jetzt bitten wir auch nicht mehr darum. Bei uns werdet ihr leben in Frieden. Da wir unseren Rettern kein Übel wünschen, werdet ihr uns doch dabei helfen, diesen Ort zu verlassen. Ja, nee, eigentlich nicht. Seht ihr diese einfachen Leute dort? Sie sind nun euresgleichen. Seht in ihren lächelnden Gesichter. Nehmt ihre Hände und lernt kennen den Frieden. Wir können in euch fühlen, dass die Bestien haben unwissentlich gegeben euch die Gabe und ihr nun könnt dazugehören. Wir sind Werwölfe? Okay. Unser Schicksal nun ist auch euer Schicksal und über die Zeit werdet ihr sein wie wir, nicht wie die Bestien. Wir werden euch formen und führen, denn wir sind unsere eigenen Herren. Wir sind erst Mensch, dann Tier, aber doch mehr als beide zusammen. Jetzt ihr gehört dazu, ist nicht schlecht und in Kürze ihr werdet fühlen wie wir. Für eine kurze Zeit mag es etwas labil sein, also dass wir blutüberströmend durch die Gegend laufen und jedes Tier und Mensch abschlachten, das wir sehen. Ja, das könnte man labil nennen, denke ich. Ihr werdet vielleicht Schmerzen haben, doch ihr werdet leben. Und wir werden reisen mit euren Karten und eurem Schiffshaus. Wir haben kein Schiffshaus. Zu neuen Wäldern und Ebenen. Ihr werdet aufbewahren die Seekarten, die ihr mir geben werdet. Ne, ich werde aufbewahren. Wir heißen euch in der Wolfsfamilie willkommen, der Familie, zu der ihr nun gehört. Die Bestien, die ihr getötet habt, waren Tiere und böse. Doch wir sind anständige Lykanthropen und halten einen edlen Frieden. Das hört sich nicht schlecht an, denke ich. Nein, ihr habt mich mit Lykantrophie angesteckt, ihr seid zutiefst verdorben. So ist das nicht richtig. Als Rasse, wir verfügen über eine besondere Gabe, die wir mit vielen teilen wollen. Jetzt, da ihr seid willkommen, werdet ihr sehen. Ihr, der ihr uns helfen werdet, diesen Ort zu verlassen. Gehört dazu und seid willkommen. Ich sage nein, Kaishas Gan und andere mit mir. Hütet eure Zunge, Tylas, wovon sprecht ihr? Diese Bastarde sind nicht willkommen. Sind wir von reinem Blut seit langer Zeit. Dieses Vieh ist nicht wie wir. Wer nicht zu uns gehört, sollte werden getötet. Sie nur verwässern unsere Art. Kleine Rassisten, das wären unsere Retter, Tylas, und ihr bedroht sie? Wo ist euer Verstand geblieben? Mein Gespür ist richtig, ich spüre ihren Schmutz, ihr Anderssein. Wir sind rein und sollten es bleiben. Niemand wird sie lassen am Leben. Ich habe dem Dorf von ihrem Hass erzählt und den Dingen, die ihr Volk uns antut. Naja, wir bringen euch um, weil ihr alle anderen Menschen umbringt. Das vielleicht, ja, tut uns leid. Unsere Leute mir geglaubt haben, diese Bastarde werden nicht fortkommen leben von hier, doch wir werden, mit Schiffen und Karten. Ihr wendet euch gegen jene, die bedeuten unsere Rettung? Was für Narren ihr seid. Geregon, ich spreche euch frei für das, was ihr tun müsst. Ich muss an mich nehmen eure Seekarten, denn ich kann nicht zulassen, dass sie werden beschädigt im bevorstehenden Kampf. Verteidigt euch vor dem, was kommt. Später ich werde entscheiden, was mit der Gabe geschehen soll. Also sie haut einfach ab und lässt ihre Kinder uns umbringen. Oder es zumindest versuchen. Und danach will sie wieder mit uns verhandeln. Ah, sehr charmant. So, alle auf den einen. Hätte man lieber seine Freunde erstmal herholen sollen. Das macht nicht viel Sinn so. Aber na gut. Er ist ein Werwolf und wahrscheinlich ganz schön kirre. So, der Kampf scheint nicht wirklich schwierig zu sein. Schauen wir uns das wohl lange mal um. Immerhin. Nimm alles an dich, was wir gebrauchen können für eine Flucht. Und dann hauen wir hier ab. Keine Fallen im Wohnhaus, das ist schon mal gut. Nichts abgeschlossen, das ist noch besser. Nur Tenef. Und nichts. Schön.
Na gut, Krieger gehen zuerst raus.